Funktionen und Gleichungen ist heute unser Thema. Ganz einfach mal dazu, und ich schreibe das mal extra dazu hin, das Wort, im Schlossparkcenter in Schwerin. Schlossparkcenter, das kennt eigentlich hier aus der Klasse jeder, vermute ich mal. Da gibt es doch so einen schicken Brunnen, der hat eine schräg gestellte Düse und da kommt Wasser raus. Und das Wasser, ja, das Verrückte ist, diese Düse, die geht andauernd an und aus. Und wenn dieses Wasser jetzt hier rausgespritzt ist und die Düse hat aufgehört, sieht man hier noch praktisch den Rest verschwinden. Und dann geht es rein in den Brunnen. Gut. Lohnt sich anzugucken. Genauso lohnt sich mal mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und mal zu gucken. Es gibt verschiedene Brückenformen. Die haben alle, nicht alle, es gibt solche Formen. Da besteht die Brücke unten aus so einem Bogen. Es gibt aber auch Brücken. Was denn? Es gibt auch Brücken, die sind an sogenannten Pylonen, ist ein Seil aufgehängt. Das sind so Stützpfeiler. Und dieses Seil beschreibt auch eine Kurve. Und ich mache extra mal die Fahrbahn jetzt hier blau. Denn die Fahrbahn ist an diesem Seil mittels anderer Seile aufgebammelt. Hier, das ist die Fahrbahn. Aber wichtig ist das hier, das Schwarze. Wieder diese Form. Oder, ich kann es mal zeigen, herschauen. Verfolgt mal den Wurf, die Wurfbahn der Kreide. Achtung. Wie sah es aus? Genau. Ne, eine Wurfbahn. Also hier haben wir es mit Brücken zu tun. Und genauso schick haben wir es zu tun, zum Beispiel beim Werfen. Also Würfe. Die beschreiben alle irgendwelche Spezialkurven. Und das heißt eigentlich nichts anderes als diese Kurven, die heißen Parabeln. Ja, ja. Was ist eine Parabel? Da schreiben wir uns mal die Herkunft, die kommt aus dem Griechischen, Lateinischen. Weißt du es? Kannst du es direkt sagen? Parabel. Parabeln, das ist die Form dieser Kurven hier. Und ich habe eben eine Kreide geworfen und die beschrieb auch diese Bahn. Und das nennt man Parabel. Und aus dem Lateinischen oder Griechischen, Altgriechischen kommen die Übersetzungen. Wobei nicht das eine nach dem anderen, also die Reihenfolge zählt es nicht, bedeutet so viel wie Gleichnis bzw. Nebeneinanderstellen. Gleichnis oder Nebeneinanderstellen? Wenn ich das mal mathematisch skizziere, dann sieht eine Parabel, ich sage auch gleich, wo die herkommt, yx, ich nehme jetzt mal eine ganz einfache Parabel, ziemlich so aus. Gleichnis, das Schöne, die linke und die rechte Seite, die scheinen einander zu gleichen. Denn wenn ich die spiegel, ist es wirklich so. Und ich kann die auch nebeneinander stellen. Auch so kann man so ein bisschen dran denken. Aber wir machen jetzt folgendes Experiment, und zwar die Funktionsvorschrift dafür hieße, f von x ist gleich x Quadrat. Und jetzt wird, glaube ich, klar, weshalb das quadratisch heißt. Und wir machen jetzt ein Experiment, ich halte dann das Video an. Wir machen uns mal eine Wertetabelle und ihr malt mal diese Parabel selber auf. Und zwar, es gilt, ihr macht euch ein ziemlich großes Koordinatensystem. Und zwar, ein Zentimeter entspricht einer Längeneinheit. Wenn ich hier eine 1 hinmale, dann ist ein Zentimeter gemeint. Das ist dann hier ein Zentimeter. So, aber noch was, jetzt vorläufig erstmal diesen Teil hier, den deutet ihr nur ganz kurz mit einem kurzen Strich an. Wir brauchen also nicht nach unten groß zu zeichnen. Warum, werden wir dann gleich nochmal sehen. Malt mal jetzt ganz schnell ein Koordinatensystem und ich gebe mal in der Zeit die Werte vor, ich halte das Video dafür kurz an. Jetzt malt mal diese Wertetabelle in euer Koordinatensystem ein, nur die Punkte, nur diese Wertepaare, geht entsprechend auf der x-Achse hin und her und malt so genau wie möglich, hier wird es spannend, ne? Malt so genau wie möglich die Werte ein. Helft euch gegenseitig, noch nicht verbinden. Und so, wir sind jetzt soweit fertig, wir haben jetzt eine Wertetabelle gebildet und auch mit ein paar, ich sag mal ganz bewusst so locker krummeren Werten gearbeitet und wir kriegen wirklich richtige Probleme, die einzumalen. Noch klar? Okay, dann auch. So, wenn ich diese Werte aber jetzt hier eingemalt habe und glaube, ich kann Folgendes machen, gucken wir es uns mal an.
Ich verbinde mal die Werte einfach gerade. Dann wird sich hier höchstwahrscheinlich nichts Vernünftiges ergeben. Es muss wieder so eine Parabelform rauskommen. Das muss rund sein, also nicht eckig, um Gottes Willen. Und dafür gibt es Kurvenschablonen. Aber, jetzt könnte ich sagen, die Kurvenschablone ist ja viel genauer. Dann kann ich ja Folgendes machen. Tim, was denn? Ich kann auch hier Folgendes tun. Ich kann sagen, ich gebe mir mal einen y-Wert vor, der sei mal 9. Und ich kann nach rechts gehen und kann da, wo ich auf dem Graphen lande, nach unten wieder den entsprechenden x-Wert ablesen. Aber Achtung, ich kann es zu beiden Seiten tun. Demzufolge ist das schon mal grafisch der Beweis, aha, wir haben auch hier zwei Lösungen. Nochmal zurück, die Wurzel aus 9 ergibt sich aus 3 mal 3 beziehungsweise aus minus 3 mal minus 3. Hier gibt es bestimmt eine Frage. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte Lösungen grundsätzlich grafisch ermitteln? Bei einer Geraden ging das schon mal ein bisschen. Lotte, ja? Bei der Geraden ging das schon mal ein bisschen. Aber was ist, wenn ich jetzt hier an solche krummen Werte rankomme? Ich gebe mir den Wert 1,21 vor. Macht das mal hier drauf und versucht man dann genau 1,1 abzulesen. Noch schlimmer, ich gebe mir den Wert Wurzel 2 vor. Wurzel 2 hätte sich ergeben, ja, wie? Wurzel 2. Nee, machen wir es, gut, machen wir es anders. Quadrieren wir mal diesen Wert. 3,14. Quadrieren wir den mal. Und möchten das versuchen, da kann die Kurvenschablone noch so groß sein, möchten das versuchen irgendwie genau einzuzeichnen. Und was ist, wenn hier noch mehr dahinter steht? Was passiert dann? Grafische Lösungen haben ihre Grenzen, ne? Eben. Das heißt, wir werden uns auf die rechnerische Lösung stürzen. Das ist unbedingt wichtig. Wir werden mit der rechnerischen Lösung weiterarbeiten. Das heißt, wir werden Gleichungen verschiedenster Art immer wieder auseinanderpflücken und wir müssen uns immer darüber klar sein, dass wir zwei Lösungen haben. Zwei Lösungen. Fangen wir mal an mit einer ganz schicken. Eine ganz einfache Geschichte ist zum Beispiel, die kennt ihr. Und zwar, f von x ist gleich x minus 1 mal x plus 3. Und da möchte ich ganz einfach, und jetzt lösen wir uns mal vom grafischen Lösen komplett weg und wir machen mal da einfach jetzt nur rein numerisch weiter mit einfachen Zahlen, algebraisch. Guckt mal hier. Ich schreibe einfach 0 ist gleich x minus 1 mal x plus 3. Wie sieht die Lösung aus? Erinnert euch, 7. Klasse eigentlich. Wir machen mal jetzt die Probe, denn das glaubt keiner so recht. Die Erinnerung lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Die Probe hierfür wäre die erste Probe, die blaue Probe sozusagen. Ich setze in die gesamte Gleichung meine erste Lösung ein. Dann ergibt sich 0 ist gleich in Klammern 1 minus 1 und hier steht 1 plus 3. Warum funktioniert das? 1 minus 1 ist 0 und 1 plus 3 ist 4. 0 mal 4, peng, ist 0. Stimmt. Weiter. Die zweite Probe könnte ich jetzt auch machen, da würde die zweite Klammer 0 ergeben. Auch nicht schlimm. Moment. Zweite Variante. Sieht gar nicht so schlimm aus. X plus 4 in Klammern zum Quadrat soll 0 werden. Wie sieht denn das aus? Was muss ich denn da... Hier gibt es zwei Lösungen, vorsichtig. Zwei Lösungen, die aber gleich sind. Schreiben wir es mal auseinander. Das ist ja offensichtlich x plus 4 mal x plus 4. Jetzt, ich wollte nicht a plus b in Klammer zu Quadrat. Das würde die Sache nämlich erschweren. Gucken wir uns das mal an. Ist gleich 0. Erste Lösung, x01 ist gleich minus 4. x02 ist gleich minus 4. Minus 4. Zwei Lösungen, die aber zufälligerweise zugleich
eine Lösung bilden. Jetzt stell dir das mal vor, das würde da stehen, x² plus 8x plus 16 ist gleich 0. Oh. Schwierig, ne? Eben, was mache ich dann, wenn ich die jetzt einfach so ohne irgendwelche Kunstgriffe lösen will? Ich muss, naja, Kunstgriff ist es. Wieder einklammern, genau. Hat man ja bis zum Abwinken geübt. Funkelt's? Die ganze Klammerei ist nämlich manchmal auch für was gut. Wenn ich zum Beispiel eine Lösung dafür haben will. Funkelt's? Ja. Freut mich. Gut, noch einen anderen Fall. Was ist denn, wenn Folgendes dasteht? X² minus 1 ist gleich 8. Wer jetzt an BIFO denkt, ne? Dritte BIFO, wird schwerer. Ich bin aufhören. Denn etwas 0 setzen, okay, das geht noch. Da kann ich sagen, wenn einer von den beiden Klammern 0 ist. Aber hier ist es nicht möglich. Aber was mache ich denn hier? Tippeltappeltour, guckt mal hier. Und? Aber Achtung, und jetzt die Wurzel. Und was bedeutet das? Okay. Okay. Zwei Lösungen. Funkelt? Gut. Wir machen es dann nochmal ganz ausführlich, wie wir das in der Richtung hinkriegen. Andere Geschichte. Was ist, wenn da steht x² minus 9 ist gleich 0? Jetzt. Und was ist, wenn es nicht so deutlich sichtbar ist? Jetzt, Moment. Welche Möglichkeit gibt es noch? Ich sage einfach plus 9 und mache dann so weiter wie bisher. Was kann ich noch machen? Ganz genau. Ich kann es auch so umwandeln und jetzt sehe ich ganz deutlich, dass das Biest eine negative und eine positive Lösung hat. Also so einfach kriegt man es dann wieder hin. Noch eine Variante. Drei minus x Quadrat ist gleich 22. Ist gleich minus 22. Wir hauen mal richtig drauf. Los. Was machen wir? Genau. In diesem Fall bedient man sich solcher Kunstgriffe, dass man sagt, hier eine binomische Formel mit Wurzel aus 3 minus x in Klammern und sowas. Das bringt ja nicht viel, so wie es da steht. Und erstmal wissen, es gibt zwei Lösungen. Aber was passiert bei folgendem bösen Gleichunglein? X² plus 8x plus 16 ist gleich 0. Was machen wir? Tipp, BIFO, na klar. Aber ich will zu etwas Böserem hinführen. X² plus 8x. Moment. Ist minus. Halt. Ist minus 7. Was nun? So, wenn wir jetzt nämlich an. Halt! Nicht bewegen. Wenn wir jetzt nämlich an diese Lösung hier ran wollten, dann müssen wir hier eine Fallunterscheidung vornehmen und nochmal mit dem Betrag arbeiten. Das ist das Problem. Und insofern kommen wir jetzt hier nicht weiter. Also wir müssen jetzt erstmal an der Stelle aufhören. Wir machen in der nächsten Stunde an der Stelle nochmal richtig ganz dolle weiter und werden es dann lösen. Schöne Pause.